das Cello ist es so wunderbar, so cellistisch geschrieben, und man macht am Cello eigentlich das, was man als Cellist am liebsten macht, nämlich man singt, nicht mit dem Cello. Gott sei Dank. Ja, er war, ich glaube, der letzte Romantik in diesem Sinne. Diese riesige, ja, vokale Stellen, die die Sonate hat, das bringt er mit der Wärme von dem Instrument so wunderbar raus. Für einen Komponist, der selber Pianist war, ist es natürlich leicht. Er kennt sich aus, könnte alles schreiben, was er will. Hat es ja geschrieben nach einer langen Schaffungspause. Anscheinend wurde seine erste Symphonie sehr, sehr schlecht bewertet, und das hat ihm damals sehr runtergezogen. Und diese Sonate war dann zusammen mit einem Klavierkonzert eins der ersten Sachen, die er wieder geschrieben hat. Zweite Klavierkonzert und Paganini-Rhapsodie, da gibt es natürlich alle möglichen unterschiedlichen Themen. Und er war dann auch in Amerika, ja, die Sonate hat er doch in Russland geschrieben. Und Rhapsodie schon in Amerika, und da hört man auch in Jazz und hört man auch einfach die neuen Entwicklungen. Also es hat wirklich von vorne bis hinten alles, was man fühlen oder spüren oder sich nur ausdenken kann. Es ist eigentlich die Klangsprache eines aufblühenden 20-Jährigen, kann man sagen. Ja, unglaublich. Dass er so schon so reif war in der Zeit mit 20, das glaubt man nicht. Von der Farbe her, von der Aufbau her, man braucht einander sehr stark, um, glaube ich, das zu erreichen, was er wollte. Das Cello ist oft die Gesangsstimme, und das Klavier hat tausende Noten darunter. Also in dem Sinne ist natürlich der Schwerpunkt technisch gesehen im Klavier, aber musikalisch gesehen ist es sehr, sehr gut balanciert, finde ich. Also ehrlich gesagt, habe ich natürlich Angst gehabt vor der Aufnahme, weil da so wahnsinnig viel zu spielen ist, und man will auch nicht verderben, ja, wenn Cello da was Schönes spielt und dann kommt Klavier mit irgendeinem falschen Ton. Das ist natürlich ein bisschen ein Druck, aber es läuft bis jetzt, Gott sei Dank, wunderbar. Mit so einer Partnerin wie Magda, die wirklich daherkommt, ist das natürlich ein ganz direkter Zugang zu der Musik. Sie fühlt sich sehr, sehr zu Hause dort, und das spürt man, und damit nimmt sie mich auch mit. Und dann entsteht eine wunderbare gemeinsame Welt. Ich habe immer davon geträumt, dass ich einmal Rachmaninoff überhaupt aufnehmen darf. Und Cello-Sonate ist mein Lieblingsstück eigentlich. Und mit Harry, das ist auch ein Traum. Und es ist ein Traum, mit ihr befreundet zu sein, aufzunehmen und zu reisen. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben.
Und sie ist nicht nur für diese CD, aber absolut als Duo-Partnerin für mich die Richtige. Wir verstehen uns so gut. Wir haben so eine Basis von Vertrauen jetzt miteinander aufgebaut. Und ich freue mich auf die nächste Saison, wo wir wirklich sehr, sehr viele Sachen gemeinsam geplant haben. Hörst du ab und zu auf Magda, wenn sie von ihrer russischen Seele spricht? Die ganze Zeit. Jede Note.